Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stimmen heute mit einem Orakel und zwar das Spiel Frankreich gegen Deutschland. Das Freundschaftsspiel am Abend, Samstagabend meine ich, also heute Abend. an den Teams habe ich leider nichts verändert. Ich weiß jetzt nicht, ob Toni Kroos dabei ist oder nicht. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. So, ich denke mal, wir gehen mal in das Spiel hinein. Es ist kein Spiel wie jedes andere. Es ist eine Begegnung, so, die eine Menge verspricht. Also bleiben Sie unbedingt. Also ich denke mal, dass es dass Frankreich gewinnt. 2-1, 3-1. Also ich sage mal 3-1 für Frankreich. Was Deutschland sich die letzten Spiele geliefert hat. Naja, ich darf Sie begrüßen hier. Okay, dann starten wir erste Halbzeit mit Florent Courage, mit Kylian Mbappé. Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet, bin mal gespannt, eine sehr interessante Partie. Wie das Spiel ausgehen wird hier. Gegen Deutschland. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Ey, die ey, beiden ey. Im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Vielen Dank. Das so einfach geht. Oh, Coman, der Bayern-Spieler. Keine gute Eingabe, Ball verloren. Oh. Das Spieler angeschossen. Nee, Minu. Der Blick auf die Aufstellung. So, hier wieder Coman, neuer Versuch. Theo Hernandez spielt mit Jonathan Klaus in der Abwehr. Aurelio. Nein, kriegst du noch. Schuameni steht mit Adrian. Ja. Oh, jetzt haben sie die Chance. Boah, Testing ist im Tor, das stimmt schon mal. Neuer hat sich ja, glaube ich, verletzt. So. Die Ecke kommt von Griezmann. Ball ist drin. Damit haben wir hier Was für ein Kopfball. Adoan Griezmann. Nee, oh, ist ja Rabiot gewesen. Ich dachte, Griezmann hätte den gemacht. Ja, Griezmann hat auch die 7. Ich monk. Nimmt alles zurück. Die Ecke wird ans Strafraumeck geschlagen. Also ich nehme alles zurück. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Ich dachte, hätte Griezmann geschossen. Kopfball gemacht. Ja, passiert. Also das erste Tor ist schon mal gefallen. Sie suchen die Lücke. Komm, lauf. Ja, vorbei. Also ich finde das... Oh, was mache ich? Ich finde, Frankreich ist stärker wie Deutschland. Wer das auch findet, schreibt es in die Kommentare. Olivier Giroud! Direkt in die Arme, der Ball natürlich kein Problem für Ter Stegen. Ich kann kein Französisch. Nur das Versaute. Aber das muss ich aber jetzt nicht sagen. Nein! Das wollte ich eigentlich vermeiden. Gnabry am Ball. Gnabry macht das ganz sicher. Den hat er und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Schießen wir mal nach vorne. Keine Sau da. Natürlich sensationell. Wo geistern die rum? Wie findet ihr es, dass Toni Kroos wieder im Team ist? In der Nationalmannschaft mal nicht. Verliert hier den Ball. Ja, sehr schön. So, laufen die Mitte. Ach, Mbappé, Alter. Dahin. Dahin. Ball ist bei Coman. Machen Sie das Tor. Und mit Coman. Mit zwei in vorne. Yes, der Bayern-Spieler. Ich bin mal gespannt, ob sie den wirklich verkaufen. Also, das heißt ja, dass sie den verkaufen wollen, weil er so oft verletzt ist. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Nee, ich brauche keine Wiederholung. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber so spektakulär war das Tor jetzt auch nicht, dass ich Wiederholung brauche. So, hopp jetzt. Ran an den Ball. Ew. Wer ist denn das hier? Wirtz oder Musiala? Und er geht an ihm vorbei. Hui. Er kann diesen Ball halten, aber die Gefahr ist noch nicht bereinigt. So. Ja. Nein. Abpfiff. Ups. Das war
die erste Hälfte. Oh, die ist schon vorbei, die erste Hälfte. Okay, dann sehen wir uns gleich nach der Halbzeit. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt Musiala reingemacht für Gnabry. Die deutsche Mannschaft sieht es aktuell nicht gut aus. Sie liegen klar zurück. So, mal gucken, ob ich jetzt noch was reißen kann. So, Müller. Ah! Verdammt! Ich wollte gerade schießen, habt ihr das gesehen? Oder auch nicht? Komm, lauf! Steh doch auf, ey! Oh, scheiße! Ach, Manu! Komm, gib mir den Ball! Rabiot. Klasse Pass. Oh. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Nein. Ach. Griezmann. Oh, als ob der so schnell wäre. Daraus wird leider nichts. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Nicht dahin, nicht dahin. Da habe ich noch gar nicht hingelenkt. Na, egal. Oh. Ja. So, Henrichs. Nein, nicht verlieren. So, Musiala. Musiala. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Hey, hey, hey. Das macht er sehr gut. Ach. Komm, hol dir den Ball. Lauf hinterher. Ach. Theo Hernandez. Am Ball Mbappé. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Oh, oh nein, nein, nein. Er verliert zunächst den Ball, aber dann immerhin das Tor noch verhindert. Also am Ende eine gute Parade. Ja, aber die Gefahr hat er natürlich selbst heraufbeschworen. Das war schon ein dicker Bock. So. Die deutsche Mannschaft könnte es über den Flügel versuchen. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Gibt Abstoß. Ah. Es wird jetzt hier gewechselt. Ich glaube, ich wechsle auch mal schnell. Wartet mal. Zack. Könnten eigentlich Havertz noch für Wirtz reinmachen. Der sieht ziemlich... ja, platt nicht aus, aber... ich habe ja nur bis jetzt einen Wechsel getätigt. Ja, Wirtz ist natürlich ein klasse Spieler. Kein Thema. Och. Lauf. Lauf, Henrich. Geblockt vom Verteidiger. Okay. Oh. Regulär sind es noch 7 ja. Minuten. Oi, 7 Minuten noch. Flanke kommt rein. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Havertz. Nein, ah! Okay, die Deutschen machen hier überhaupt kein Tor. Am Ball Mbappé. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Nein, 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 nein. Das macht er sicher. Was ist mit Musiala? Jetzt kommt die Flanke rein. Oh. Das ist der Schlusspfiff in diesem heutigen Spiel. 2-0 für Frankreich. Könnte vielleicht auch passieren. Ja, da würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und denkt an eure Tipps in die Kommentare. Bye, bye.